Es brauchte anfangs gar nicht viel. Eine Kamera, ein Tisch, Blumen und halt Marion Schauten. Heute verfolgen hunderttausende Menschen die Videos der Kloppenburgerin auf YouTube. In Do-It-Yourself-Videos gibt die Floristin Tipps, wie sich beispielsweise Pflanzschalen gestalten lassen. Marion hatte eine Idee und hat sie umgesetzt. Das rät sie auch anderen Frauen. Ich möchte einfach die Frauen motivieren, macht, habt keine Angst, geht eure Wege, habt Ziele. Und es ist egal, wer wir sind, wir können was schaffen. Und ich sehe das einfach um mich herum, wie viele starke Frauen gibt es, die auch in höheren Positionen sind. Aber es bringt nichts, dass wir sagen, oh nee, das machen nur die Männer. Oder wirklich, es sind altbacken Firmen, die nur noch Männer an den höheren Positionen hat. Es gehört einfach der kreative Kopf von Frauen auch dazu. Und daran müssen wir glauben. Unterstützt wird die 39-Jährige immer wieder auch von ihrem Freund Martin. Neben ihrer Familie ist er eine wichtige Stütze für sie. Marion Schauten leitet gemeinsam mit ihrem Bruder Gartencenter und steckt hier, wie auch bei ihrem YouTube-Kanal, viel Arbeit hinein. Das zahlt sich am Ende aus. Ich glaube, wenn man leistet, ist es egal, ob man Mann oder Frau ist. Und wer Leistung erbringt, der erreicht auch etwas. Und natürlich hat man vielleicht vor der Situation gestanden, aber man kann auch die Vorteile rausziehen. Zum Beispiel Preisverhandlungen werden ganz oft unter Männern gemacht, dass ich sage, das können wir auch. Meine Mutter und ich können auch Preise verhandeln. Uns geht es auch darum, um den richtigen Preis zu bekommen. Auch wenn Marion sich als laut, energisch und manchmal ein wenig chaotisch bezeichnet, sie stand auch vor Problemen. Den elterlichen Betrieb sollte nämlich eigentlich ihr großer Bruder übernehmen. Und zwar alleine. Ich hatte irgendwie auch nicht einen Arsch in der Hose, um zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir es zusammen machen? Und die Situation war halt, dass wir wirklich zu dritt da saßen. Ich habe meinen Vater gefragt, ich sage, hey, ich brauche deine psychische Unterstützung, weil das ist natürlich auch für ihn ein großer Schritt. Und in dem Moment war Ruhe im Raum. Aber wirklich nach ein, zwei Nächten drüber schlafen, drüber nachdenken, die Sachen ausgearbeitet, kriegen wir das zusammen hin, haben wir wirklich zusammen entschieden, ja, das rocken wir. Heute seien ihr Bruder und sie ein Dreamteam. Als Geschäftsführerin trägt Marion auch die Verantwortung für rund 70 Mitarbeiter. In der Führung ist ihr vor allem wichtig. Bei uns sind alle gleich. Es ist egal, ob es der Auszubildende ist, die Floristik oder auch ich bin in der Führungsposition. Wir sind alle gleich, wir sind nichts ohne den anderen, weil dadurch funktioniert das ganze Gartencenter. Besonders in ihrer Branche sei es gut, dass die Geschäftsführung weiblich ist. Wir arbeiten hier mit sehr vielen Frauen. Da kann man natürlich mit Frauen mitfühlen, auch mit den fraulichen Hormonen manchmal. Da sollte man auch Rücksicht drauf nehmen in diesem Sinne und das nicht immer so unterm Teppich kehren. Also das ist einfach Thema und das gehört auch mit dazu. Marion Schauten ist eine Teamplayerin. Sie bindet ihre Kolleginnen und Kollegen in Entscheidungen mit ein und hört zu, wenn es dies erfordert. Das kommt nicht nur bei ihrer Mutter Els gut an. Marion hat viel Kompetenz, Ausstrahlung, ist laut, anwesend, ist einfach da. Es ist einfach schön, Marion anzuhören und was sie sagt, es spricht mich an und oder alle Leute spricht es an. Man kann immer mit Problemen zu ihr herkommen und sie bringt halt auch einfach immer wieder gute Laune rein, wenn man einen schlechten Tag hat. Man sieht sie und ist direkt am Lächeln. Für viele ist Marion ein Vorbild, im realen Leben, aber auch im Internet. Doch für sie ist auch klar, also man muss nicht so laut und schrill sein wie ich. Da kann man manchmal auch, sag ich mal, sehr viel Gegenwind bekommen. Das ist vielleicht bei solchen ruhigeren Personen etwas anders. Aber es ist einfach wichtig, dass wir standhaft bleiben. Und wir kommen nicht weiter, wenn wir den Mund halten. Also Mund aufmachen und handeln. Aber dabei immer authentisch bleiben. Das ist der Rat von Marion Schauten. Bleib du selbst, nicht verstellen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch erfolgreich mit YouTube. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn das nicht ankommt, so wie ich bin, ich habe keine Lust, mich zu verstellen, dann höre ich auf. Also wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich komme überraschenderweise sehr gut an. Das hätte ich vor 20 Jahren vielleicht von der Persönlichkeit. Früher bin ich nicht so gut angekommen, so laut und so selbstbewusst. Mittlerweile habe ich einfach das als meine Stärken genommen und bin jetzt da, wo ich jetzt bin. Marion Schauten hat es geschafft. Sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie inspiriert ihre Fans auf YouTube
Und deswegen ist sie die Zukunftsmacherin 2023.